Ich mache den klassischen rhetorischen Trick mit unserem nächsten Sprecher. Man braucht dich eigentlich nicht vorstellen. Nur in dem Fall ist es kein rhetorischer Trick, sondern es stimmt. Dietmar Dart ist zumindest im deutschsprachigen Raum bekannt als Schriftsteller, als Journalist, als politischer Theoretiker und Praktiker. Wir sind wirklich sehr froh, dass wir ihn heute bei uns haben und dass er über, es ist zu viel zu sagen, ein direkter Schüler, aber er ist zumindest im Geiste ein Schüler von Hans Jens Holz. Mal schauen, was er dazu sagt. Und deswegen sind wir sehr froh, dass du hier bist. Und er spricht, man sieht die Strahlen schon im Bild, Hans Jens Holz, der ist Ästhetiker, Seniorenrat. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, die Stimme trägt auch bis nach hinten. Wenn nicht, einfach was sagen. Ich bin ein bisschen erkältet und sollte eigentlich im Bett sein, aber man kann hier was lernen und da muss man dann hin. Mein Abenteuer heute Morgen eigentlich ist ein schöner Hinweis dafür, worüber ich unter anderem reden möchte. Und zwar gibt es ja so eine Irrlehre in der praktischen, aber auch in der rezeptionsgesteuerten Auseinandersetzung mit Kunst in den Resten, die die Avantgarden des 20. Jahrhunderts noch übrig gelassen haben, nämlich so ein Versuch, Begriffskunst zu machen, die auf Deutsch Konzeptkunst heißt, weil sie auf Englisch Conceptual Art heißt. Also wir haben vorhin das Faust-Zitat gehört, das sehr gute, eben wo Begriffe fehlen, stellt zur rechten Zeit ein Wort sich ein oder eben auch nicht. Das sind nämlich Leute, die sind alle ganz begeistert davon, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Abbildern und den Sachen. Also die halten das für eine unglaubliche Erkenntnis zu sagen, the map is not the territory, die Karte ist nicht das Gebiet. Und wenn das wirklich so wichtig wäre, wäre ich schneller hier gewesen. Denn es geht natürlich um Begriffshierarchien, wenn ich überhaupt Wörter habe. Und wenn hier also steht Hofburg, Battiani-Stiege, erster Stock und so weiter, dann kann man eine Odyssee erleben. Als erstes fährt man nämlich zur Hofburg. Ich sehe, ich war nicht allein damit. Dann kennen die keine Battiani-Stiege, dann kennen die ein Kongresszentrum, was dem Geld gehört und so weiter. Dann wirst du als nächstes zur Universität geschickt, dann wirst du als nächstes zum Kultur- und Theaterwissenschaftlichen, Filmtheaterwissenschaftlichen Institut geschickt und so weiter. Also es wäre schon schön, wenn die Karte ein bisschen mehr wie das Gebiet wäre. Und ich glaube, die Karte von Hans Heitz Holz ist ein bisschen mehr wie die Kunst als manche andere Karten, die so gemalt wurden. Ich falle ein bisschen aus dem Raster der Leute, die hier sprechen, raus, insofern das sozusagen Physiker und Mathematiker sind oder Physikerinnen und Mathematikerinnen und ich bin mehr so ein Ingenieur. Das heißt, ich mache es halt und wenn es auseinanderfällt, mache ich ein neues. Meine ganze Kunstkritik, meine ganzen Rezensionen und so weiter, was ich schreibe, sind für mich einerseits das Brot. Also ich könnte meine Miete nicht bezahlen und hätte auch nicht hierher fahren können, wenn ich nicht über Filme und solche Sachen schreiben würde. Und auf der anderen Seite sind es Zäsuren in der eigentlichen Praxis, in der künstlerischen Praxis, die kein Mensch bezahlt, beziehungsweise nicht so, dass ich davon leben könnte. Das heißt, ich möchte darum bitten, nicht unbedingt den Präzisions-, den analytischen Schärfegrad der Worte und Sätze, die ich benutze, in Frage zu stellen, aber sich immer im Hinterkopf zu behalten, dass es nicht in dem Sinne analytische Begriffe sind, sondern irgendwie auf dem Scheitelkamm zwischen analytisch und synthetisch stehen. Das heißt, ich versuche mir künstlerische Praxis zu erklären, weil es mir auf die ankommt. Die Kunst, sagen wir mit Hans-Heinz Holz, ist ein Spiegel, spätestens wenn wir nicht von Malerei oder Skulptur, sondern von Wortkunst zu reden, wird uns diese Feststellung von superschlauen Leuten, die, sage ich mal, den Surkamp-Taschenbuch Wissenschaftskanon verinnerlicht haben, um die Ohren gehauen. Weil beim Spiegel, sagt die Skepsis im Harnisch dann, ein besonderer Verbrecher ist ein gewisser Mr. Richard Rorty, kann man jeweils auf das Ding zeigen, das im Spiegel gespiegelt ist und dann auf die Spiegelung. Und wie soll denn das bei Sprache gehen? Also wir haben vorhin gehört, Anschauung, Erleben von Tönen ist wieder was anderes, aber irgendein Zusammenhang, ein dialektischer natürlich, zwischen Sinnlichkeit und Abstraktion existiert offenbar in der Kunsterfahrung. Nur, der wird natürlich von Leuten geleugnet, die sagen, aber Wörter sind doch rein begrifflich. Das heißt, wenn also ein Satz in einem Gedicht heißen würde, die Katze liegt auf der Treppe und es gibt tatsächlich so schreckliche Gedichte, in denen so Sätze vorkommen, dann kann ich auf die Katze zeigen, ich kann auf die Treppe zeigen und die Rorty-Affen sagen dann aber, ja, wo es liegt, wo es auf. Das sind doch offenbar keine Dinge. So funktioniert nicht kritisch, sondern positiv der ganze Heidegger. Man kann jeden intelligenten Satz kaputt hauen, wenn man sich beim Deuten so aufführt. Ich werde mich nicht in diese Falle locken lassen.
Denn das ist langweilig. Das ist Formalismus auf eine langweilige Art. Das ist Buchstäblichkeit, die sich für schlau hält. Aber reden wir über Langeweile. Langeweile findet man, das Internet beweist es, sowohl in der Reizarmut wie im Reizüberfluss. Beide können bei Menschen gesellschaftlich organisiert sein. Das Gesellschaftliche ist unsere Stärke und unsere Schwäche. Alleine können wir nicht überleben. Wenn jetzt hier jemand auf die Idee kommt, ich will wieder Jägerin und Sammlerin werden, wenn wir das in der Stadt versuchen, gibt es Diebstahlsparagraphen und solche Sachen. Alles gehört offenbar irgendwem. Es gibt Menschen, die sich im Imperialismus immer langweilen werden, weil nichts, was der Imperialismus anbietet, womit er lockt, keiner seiner Reize entspricht zum Beispiel, der bei manchen Menschen durchaus noch nicht ganz abgetöteten Regung, erträgliche Gesellschaft zu suchen, statt sich ablenken zu lassen. Oder Liebe, wo ein intelligentes Gespräch mit drin ist. Hans-Heinz Holz hat gewusst, die gegenwärtige Gesellschaftsunordnung ist zwar spektakulär reich an Reizen, Werbung und Zerstreuung, aber saumäßig arm an Begriffen, Übersicht und Einrichtungen, die interessante Bedürfnisse produzieren. Bedürfnisse sind erzeugt, alle über die Triebbedürfnisse hinausreichenden jedenfalls, das wissen wir von Marx. Wenn man jeden Bedürfnis nach einem Tablet oder einem neuen Fernseher gehabt hat, also das ist nicht angeboren. Das ist erzeugt. Dass es erzeugt ist, macht ein Bedürfnis nicht schlecht oder gut. Fast alle heute noch benennbaren, anspruchsvolleren Bedürfnisse sind mittlerweile sozial erzeugt. So gut wie jedes Kunstbedürfnis ist es. Auch dasjenige, das Kunst verstehen will. Wenn ich ein Kunstwerk verstehen will, kann das Bedürfnis nur subjektiv erfüllt werden. Andere können nicht für mich was verstehen, auch wenn die Uni manchmal so tut. Aber ich brauche gesellschaftlich bereitgestellte Ressourcen dazu. Holz warnt mit Recht davor, ein Kunstwerk in der Reflexion gewissermaßen rückstandslos verbrennen zu wollen. Also das Verstehen als sowas wie Abheften und Erledigen, misszuverstehen. Aber der Verständniswunsch braucht doch ein Angebot, sich noch im sinnlichen Erleben, schon im sinnlichen Erleben, zur Auslegung aufzuschwingen, eine Chance zu etwas, was ein eben erschienenes, sehr schönes Buch, völlig unmarxistisch, aber die will halt wirklich was verstehen und dann landet sie natürlich irgendwie an solchen Punkten, von einer Kunsthistorikerin namens Anja Schürmann für die visuellen Künste, wie gesagt, schmal, haben wir vorhin gehört, begriffliches Sehen nennt. Die Dialektik zwischen dem Reflexionserlebnis oder der Erlebnisreflexion und ihren logischen Voraussetzungen, die nicht historisch sind, sondern außergeschichtlich, kategorial, aber in der Geschichte gesellschaftlich freigelegt, geschützt, gelehrt, gelernt und gepflegt werden müssen, damit es sie überhaupt gibt, hat Holz im zweiten Band der philosophischen Theorie der bildenden Künste, Strukturen der Darstellung, in einem einzigen fantastischen Textabsatz artikuliert. Jedes Kunstwerk ist ein singuläres, eine Monade, die die Welt auf ihre Weise und gemäß ihrer Perspektive widerspiegelt. Allgemeine Strukturen sind die Bedingungen der Möglichkeit dieser Widerspiegelung, sowohl auf der Seite der Gegenstände, die in geordneten Beziehungen miteinander existieren, Klammer auf, es gibt kein Chaos, Klammer zu, als auch auf der Seite der Betrachter, für die es keine intersubjektiv übereinstimmende Auffassung von den Gegenständen gäbe, wenn sie nicht allgemeinen Kategorien subsumiert werden könnten. Mir hat mal ein Mensch, der ein Theaterstück von mir dramaturgisch betreuen sollte, geschrieben, aber glauben Sie an Kommunikation? Ich habe zurückgemeldet, haben Sie mir jetzt eine E-Mail geschickt oder nicht? So schlimm ist es schon. In dem Absatz von Holz stecken zwei heute fast überall verschüttete, verstellte oder einfach vergessene Wahrheiten. Erstens, das Wort von der intersubjektiven Übereinstimmung als zugleich gedachte Vorbedingung wie Fluchtpunkt des verstehenden Kunsterlebens, was uns daran erinnert, dass die von der niederländischen Medienforschungsgruppe Agentur Bilwit schon zu der Zeit, als Holz den Satz geschrieben hat, diskutierte elektronische Einsamkeit. Also jedes arme Würstchen sitzt halt vor dem Ding und ist eingestöpselt. Nicht wahr sein darf und nicht mal wirklich wirklich ist im Hegelschen Sinne, weil nicht vernünftig, sondern nur so lange auf der Erscheinungsebene gefunden werden kann, wie die Leute sich einreden lassen oder selbst einreden, diese Einsamkeit sei das Objektive selbst, das dem Subjektiven, wenn es sich ein YouTube-Video anschaut, direkt gegenübertritt. Die zweite ungeheuerliche Wahrheit über Natur, Gesellschaft und beider verwickelte Wechselwirkungsgeschichte, die in dem großen Holzabsatz steckt, es gibt kein Chaos. Wenn also was aussieht, als wäre es ein Chaos, dann ist es entweder einem Informationsmangel geschuldet oder einer Täuschung. Beide können sowohl zufälliger Defekt der Informationsverarbeitung sein, wie gewollt, gemacht und zum Beispiel bezahlt.
Also ich glaube nicht, dass irgendjemand wollte, dass ich so spät hier ankomme, aber sowas gibt es auch. Gewollt, gemacht und bezahlt sind sie im Imperialismus dauernd. Die Affen gucken aufs Smartphone, nicht dahin, wo sie laufen. Sie hören, was über die Kopfhörer ins Resthirn kommt. Nicht, was die Anwesenden so reden oder hupen. Wenn, sagen wir mal, ein 15-jähriges Mädchen heute ein Buch lesen will, ist das eine Herkulesaufgabe. Neulich stand in der Sonntagsversion der entschieden pro-kapitalistischen Zeitung, wo ich Geld verdiene, ein ganz fabelhaft finsterer Recherchetext über ein Mädchen, das vor lauter Instagram-Postings nicht mehr ein noch ausweist. Das hat mir sehr gefallen, obwohl ich kein Freund dieser stupiden Denkrichtung bin, die dieselbe Agentur Billwitt mal Medienökologie genannt hat. Das ist so ein grüner Quatsch, der in Anlehnung an die eigentlich sehr wertvolle Wissenschaft der Umweltkunde, also die Ökologie, irgendwelche armselig händeringenden und haarraufenden Gedanken über die Verschmutzung des Massenbewusstseins durch zu viel Signale macht. Die Ideologie ging spätestens beim Privatfernsehen los, ich habe das noch erlebt. Also die wollen den Output und die Empfangsmöglichkeiten von Stimuli und Signalen regulieren, so wie Abwasser oder Abgase. Und da kann ich nur sagen, viel Spaß beim Ausknobeln der Feinstoffwerte für Ideologie. Das Problem ist in Wahrheit überhaupt nicht, dass dieses Mädchen aus dem Sonntagszeitungsartikel innerhalb von 20 Minuten 65 WhatsApp-Nachrichten über den Gruppenchat der eigenen Schulklasse kriegt. Da ist ja auch was Nützliches dabei, Hausaufgabenkoordination und so. Das Problem ist, dass dieser ganze, um das Wort von Holz nochmal aufzugreifen, intersubjektive Aufwand stattfindet vor dem Hintergrund der gesellschaftlich erzeugten Leugnung seiner gesellschaftlichen Voraussetzungen. Dem Mädchen wird zugemutet, selber subjektiv immer wissen zu sollen, was es beachten muss, damit es einen Platz im Gemeinwesen hat und behält, während gleichzeitig auf allen Kanälen permanent die, wie Engels gesagt hat in der Kritik des Erfurter Programms, Unsicherheit der sozialen Existenz aller Nichtbesitzenden, das bloße Geduldetsein der Nichtherrschenden im sozialen Ganzen, die Selektion nach total verrückten ökonomischen Kriterien gesendet werden, kurz dieses Chaos lernt, das man nicht verstehen soll. Und wer es dennoch versucht, erlebt sehr schnell die Grenzen der sogenannten Informationsgesellschaft. Man soll es nicht begreifen, sich innerhalb des Unbegreiflichen, aber alle 3 Sekunden entscheiden, klicken Sie jetzt sofort, leben Sie situativ, okkasionell, opportunistisch oder fallen Sie durchs Raster. Erst die Arbeitslosigkeit, dann die Obdachlosigkeit, dann in die Unverständlichkeit und die Anomie, dann laufen die Leute rum und brabbeln mit sich selber. Jeder sein eigenes Beckett-Stück. Wenn das nicht die Hölle ist, dann habe ich falsch verstanden, was Dante über die Hölle sagt. Dagegen hilft kein utopischer Primitivismus, der mit Rousseau zurück zur Natur will. Der Geschichtsverlauf hat diese Natur verbarrikadiert. Es gibt natürlich Versuche, mit Kunst da Salbe drauf zu reiben. Also das ist vor allen Dingen eine sozialdemokratische Idee aus den 70er Jahren. Was heute monetarisiert ist, was heute heißt, Ideen sind das neue Geld und jeder ist kreativ und sowas. In Deutschland gab es einen Professor, der hat gesagt, jeder ist ein Künstler. Das ist entweder trivial wahr, also ich kann hier auch Strichmännchen malen oder so, oder sozial gelogen, denn Kunst machen kann vielleicht wirklich jede und jeder, aber leb mal davon. Und in England gab es diese Arts Council-Sache, das war so in jedem Städtchen, in dem der Kohlebergbau aufhört, und die Leute arbeitslos werden, gab es dann so ein Haus mit ein bisschen Zuschüssen, wo sie dann mit Fingerfarben gemalt haben und Sitar gespielt und so. Und das Verrückte ist, wie immer bei Kunst und wie immer bei allem, was Leute machen, es gibt halt welche, die können es, welche, die können es nicht. Das heißt, daraus sind dann auch gute Leute hervorgegangen, David Bowie zum Beispiel oder Michael Moore. Aber komischerweise wurde die soziale Frage da nicht gelöst. Und jetzt haben wir Ideen, sind das neue Geld, überall Gestaltung, überall Kunst, Handwerk, manchmal sogar Kunst. Den gesellschaftlichen Rahmen habe ich skizziert, aber wenn ich sie verstehen will, brauche ich Kriterien, Begriffe, ein Wort zur rechten Zeit. Jemand hat mich mal gefragt, woher weißt du eigentlich, ob jemand, über den du schreibst, in einem Film ein guter Schauspieler ist? Was sind die Maßstäbe? Die erste Stufe, wie so Begriffe entstehen, sind Vergleiche. Das heißt, du hast 3 Leute, die spielen alle den Romeo. Okay, dann kannst du davon abstrahieren. Der Witz ist nämlich, mit Abstraktion hat vieles zu tun. Zum Beispiel, also wenn man sagt, ja, jetzt im 20. Jahrhundert kommt die abstrakte Kunst, Blödsinn. Jede Bleistiftzeichnung ist Abstraktion. Wir sind nämlich gar nicht grau und weiß. Ja. Gut, und irgendwann kannst du es vom Vergleich ablösen und hast so eine Liste von Sachen, irgendwie Ausdruck, Sprechweise, pipapo.
Und das ist sozusagen die Ebene der deskriptiven Kriterien. Und die kannst du dann langsam einsortieren, so wie hier eben steht, Hofburg, Bad Janistiege, Jura-Säufer-Saal. Kannst du dir so ein Treppchen bauen, so eine Hierarchie. Und der Witz ist, dass eins der reichsten Gebäude mit solchen Hierarchien tatsächlich diese dreibändige Holzsche Ästhetik ist. Und zwar deswegen, weil es da nicht auf dieser ersten empirischen Ebene bleibt nur. Wie Holz gezeigt hat, kannst du nicht nur Sachen, Zeug, auf das du zeigen kannst, sondern Relationen und Weltaneignungsweisen ebenso darstellen wie irgendein Zeug. Und Relationen sind höchst real. Aber stattdessen gibt es so ein Kollabieren von objektiv, intersubjektiv in subjektiv. Also inzwischen tatsächlich im offiziellen Kunstzeitschriftendiskurs beschweren sich die Leute, dass ein bisschen zu viel über Eindruck die Rede ist und was das mit mir macht. Aber zum Beispiel in Massenkünsten, also wenn über Kino oder über Popmusik geschrieben wird, da gibt es gar nichts anderes mehr als dieses, was das mit mir macht. Und da denkt man dann an Holz im dritten Band am Ende. Ohne eine konsistente theoretische Grundlage, über die er Rechenschaft ablegen kann, bleibt der Kunstkritiker ebenso laienhaft wie jeder beliebige Kunstkonsument. Seine Aussage hilft nicht und zählt nicht. Der Rückzug in den Subjektivismus wäre die Bankrotterklärung der Kunstkritik. Bemühungen und Streit um ästhetische Theorie wäre ihre Sanierung. Und nur zwei Kleinigkeiten daran hauen nicht mehr so ganz hin. Das eine ist wäre. Also in dem Ruin sind wir jetzt. Und das Zweite, was schwierig ist, Holz ist Marxist, nicht Kantianer. Er weiß schon ganz gut, warum er schreibt, jeder beliebige Kunstkonsument, nicht jeder beliebige Kunsterlebende. Aber mit dieser soziologisch unterrichteten Präzision konnte er als Gelehrter in dieser Gesellschaft nicht auf Ruhm rechnen, nur auf Ehre. Das 20. Jahrhundert, vor allem in der zweiten Hälfte im Imperialismus, von dessen ästhetischer Überholtheit durch das Denken von Holz ich eigentlich reden wollte und es auch noch mache, stand im Bann eines furchtbaren Fehlers bei Produktion und Rezeption, also sowohl der Erzeugung wie der Kritik von Theorie und Kunst. Alle Welt, auch die linken Professorinnen und Journalisten, die linken Schauspieler und Rapperinnen im Machtbereich des Monopolkapitals, haben irgendwann, vielleicht ungefähr zu der Zeit, als Benjamin den Kunstwerkaufsatz geschrieben hat, so ein bisschen den absolut zentralen Unterschied zwischen Abbild und Abdruck aus den Augen verloren. Zwischen einem dialektischen Verständnis des Widerspiegelungscharakters von Kunst einerseits, dessen Kürzel für mich das Wort Abbild ist, und einem mechanischen, undialektischen Verständnis dieses Widerspiegelungscharakters. Man hat den Unterschied vergessen oder unterschlagen oder man weggefälscht oder auf eine andere Art gesagt, dass der Abdruck das ist, was die Kunst macht. Das heißt, du hast einen Abdruck des Innenlebens, Stream of Consciousness, Monologue Intérieur, Écriture Automatique, was lustigerweise, wo sie gut sind und einige von den Leuten sind gut, das grotesk unterverkauft, weil die wirklich mehr ein besseres gemacht haben. Also so träumt kein Mensch wie ein gutes surrealistisches Bild. Komplementär zum Abdruck des Innern gab es auch einen abermals sowohl kunstschöpferischen wie kunstdeuterischen Abdrucksirrtum fürs Äußere, die soziale Realität. Nämlich so einen Naturalismus, der irgendwann Katastrophennaturalismus wurde. Dessen anspruchsvollste Version hat Theodor W. Adorno ausgearbeitet. Der hat die Kunst so verstanden, wenn man die ästhetische Theorie liest, als sei sie ein Abdruck einer nicht mehr naturalistisch, im alten Sinn so Gerhard Hauptmann, sondern opak, nicht verstehbar, disharmonisch aufgefassten historischen Gesamtsituation. Also Kunst soll diese Kaputtheit mitteilen. In der ästhetischen Theorie gibt es den Satz, die Verdunkelung der Welt macht diese Irrationalität der Kunst rational. Sie ist die radikal Verdunkelte. Was die Feinde der neuen Kunst mit besserem Instinkt als ihre ängstlichen Apologeten deren Negativität nennen, ist der Inbegriff des von der etablierten Kultur Verdrängten. Zu seiner Entlastung muss man anmerken, dass der Kitsch des Kaputten damals noch nicht so verbreitet war wie heute und der Katastrophenfilm noch kein Riesen-Popcorn-Genre. Aber etwas, das zu Adornos Zeiten immerhin den Bildungsbürgerhorizont machtvoll mitgeprägt hat, das absurde Theater und der absurde Roman, das hat er gerechtfertigt mit dem Stand der Produktionsverhältnisse. Also er konnte schon auch marxisch reden. Er hat einem Dramatiker, der darauf bestand, dass man doch irgendwie versuchen sollte, die gesellschaftliche Realität auf der Bühne stattfinden zu lassen,
und nicht so wie Beckett und Ionesco und Arabal so Stümpfe aufeinander einbeißen lassen soll, geschrieben. Tja, doch, dass die Menschen nach den Produktionsmethoden gemodelt werden, ist abscheulich, aber es ist so lange der Weltlauf, wie sie im Bann der gesellschaftlichen Produktion stehen, anstatt über diese zu gebieten. Da aber andererseits der Produktionsapparat nur um der Menschen willen da sein soll und zu seinem Zweck deren Befreiung, nämlich von überflüssiger Arbeit hat, also das ist die Lüge im Kapitalismus, so wohnt dem Verfall von Individualität zugleich ein widerspruchsvolles, wahrhaft absurdes inne. Das nicht zuletzt zeitigt die von ihnen wenig geliebte Literatur, für die das Wort absurd als Spitzmarke sich einbürgerte. Sie verkörpert ein richtiges Bewusstsein. Ich will den Absatz nicht abtun, er zeugt von Mitgefühl mit dem Leiden der Menschen am Verfall der Individualität und ist also vielleicht ein christlicher oder schopenhauerianischer Blick auf Kunst. Ein marxistischer ist er nicht. Die passende Abfuhr auf diesen mechanischen Materialismus, der die Absurdität der Zustände halt absurd und kaputt dargestellt wissen will, steht bei Peter Hacks. Der Satz, in welchem die ganze Wissenschaft der Romantik sich erledigt, lautet: Bei schlechtem Wetter muss die Kunst schlecht sein. Kein Heu, keine Milch, es ist eine reine Paarhufer-Weisheit. Das Rind steht vor der ausgeleckten Krippe und melkt nicht und hat seelenvolle Augen. Das Elend, erklären sie, malen wir auf elende Weise, und um dem schwer Begreiflichen beizukommen, verfügen wir über die gesamte erstaunliche Weite und Vielfalt des Antirealismus. Wenn wir schon nicht gut sind, sagen sie nicht ohne Stolz, so sind wir doch ehrlich. In der Tat, das ist es, was ihr seid, nichtswürdig und dann noch ehrlich. Ein Kunstwerk ist keine Klageschrift, das ist jetzt nicht mehr Hacks, kein Flugblatt, kein unartikulierter Schrei. Es wird nicht der schlechten Welt abgenommen wie ein Abdruck. Es ist gestaltet, dass es gelungen ist, stellt seine Kritik an der Gesellschaft dar, falls es eine leistet und falls es eben gelungen ist. Denn die Welt ist bisher nicht gelungen, ja nicht mal gemacht, sondern wird, wie Marx sagt, naturwüchsig erlitten. Die absurde Kunst müsste die Leute eigentlich im Bett überfallen, damit der Ansatz stimmen könnte von Adorno, statt in kontrollierten, eben kunstgerechten Umfeld aufgeführt zu werden. Und das Stichwort Kontrolle, kontrolliertes Umfeld, bringt mich zu dem letzten Punkt. Ich habe das schnell hier reingeschrieben, weil vorhin davon die Rede war. Und das sind die technischen Verfahren, nicht nur der Reproduktion und der Verbreitung, sondern tatsächlich der Kunstproduktion heute. Weil da kommt sozusagen der härteste Abdruckwahnsinn ins Spiel, Illusionismus einfach, Illusion, Lügen. Da kann man dann über Klangfotografie reden, über Elektronik, über Filme mit Computer-Generated Imaging. Als ich erfahren habe, dass die Hillary Clinton 97 in dem Contact-Film gar nicht wirklich rumgelaufen ist, wobei es ihr zuzutrauen gewesen wäre, sondern reinmontiert war, wurde mir erstmals klar, dass die Verlockung, Kunst für einen Abdruck zu halten und die Collage zum Beispiel für ein Ereignis der Sachbearbeitung statt der Bezugsdarstellung im kommenden Jahrhundert, also jetzt, einen stärkeren Sog ausüben wird als je zuvor. Also die Probleme der Reproduktion und Distribution sind demgegenüber fast quantité negligeable, gegenüber dieser Teufelei. Jetzt nistet die Suggestionsgelegenheit endgültig da, wo laut Marxismus eh das Entscheidende passiert, nämlich in der Produktion. Es wird also in aller künftigen Kunstausübung und Kunsterfahrung und Kunstdeutung noch wichtiger werden, am richtigen Verständnis der Mimesis festzuhalten, an Gemachtheitsbestimmungen der Kunst, was wir vorhin Form genannt haben, an all den Dingen, die Holz als der Ästhetiker, der die umfassendste und exakteste Inventur des Geräteparks der Videospiegelung geschaffen hat, die ich kenne, der unmittelbaren und hoffentlich noch wachsenden schöpferischen Potenzen der Menschen konfrontiert hat. Und Hacks hat er mal geschrieben, als Hacks meinte, naja, aber dann müssen wir einfach darauf bestehen, dass eben doch bis auf weiteres Realismus heißt, die Dinge so wiedergeben, wie sie sind. Und wenn jemand sich sozusagen in dieses Dies ist keine Pfeife flüchtet, in diese Konzeptkunst, in diese Verirrungen, die sich daran aufgeilen, dass die Karte nicht ist wie das Territorium, dann müssen wir halt wieder darauf bestehen, dass man Sachen erkennen kann. Und da sagt Holz, salomonisch, dass alle Kunst letztlich auf Mimesis beruht, habe ich in Band 1 der Theorie der bildenden Künste in Übereinstimmung mit Ihnen dezidiert gesagt, jedoch besteht Wirklichkeit, zu der sich die Kunst mimetisch verhält. Nicht ausschließlich aus dinglich gestalthaft wiedererkennbaren Entitäten, sondern eben auch aus abstrakten Verhältnissen. Das Verfahren einer Serienproduktion, die Struktur eines multinationalen Konzerns, die Gründung einer Bank statt des Einbruchs in eine Bank, sind nicht einfach sinnlich abbildbare Realitäten, also Sachen, die man fotografieren kann, während sie so sind, wie sie sind. Und es ist nicht Meschugge, den Grundriss eines Hauses zu zeichnen, wenn man ein Haus bauen will. Kurz, es gibt auch eine Mimesis des Abstrakten, nur darf man eben nicht vergessen,
die gibt es von Anfang an und das liest man bei Holz ja. Also die Bleistiftzeichnung ist eben auch eine Abstraktion. Und nicht erst irgendein roter Schuh auf gelbem Grund, der kein Schuh mehr ist. Sobald man verstanden hat, dass die Darstellungsfunktion der Kunst keine Kunst aufs Ding-Schema festlegt, weil Darstellung, also gemachte Widerspiegelung, nur heißt Welt meinen, die Welt aber sehr viel mehr und anderes enthält als Sachen, löst sich das Problem, wie beispielsweise klassische Kunsttheorie zur Musik passt. Nicht in nichts, sondern in was viel Brauchbareres auf, nämlich eben in Praxis, in kritische Praxis. Dann kann man über MIDI reden, dann kann man über Beats und CGI reden, ohne in einen ahistorischen und asozialen Instrumentalismus zu fallen, weil das ist die andere Gefahr. Also die Leute, die über die Produktion reden, werden plötzlich alle Kittler. Und das ist die Hölle selbst. Wir können das Werkzeug ansetzen, das, sagen wir mal, von Aristoteles bis Holz erarbeitet wurde. Seit den ersten Zeugnissen menschlicher Kunst und Erkenntnispraxis haben sich die materiellen Vorrichtungen, mit denen wir Schnittstellen zwischen sinnlicher Erfahrung und abstrakt begrifflicher Durchdringung der Welt erzeugen können, sagenhaft vermehrt. Die Metapher des Spiegels im Wort Widerspiegelung redet von den visuellen, der Weg aber zum Beispiel vom hellenischen Handspiegel zur optischen Anordnung im Lasergerät ist ungefähr so weit wie von der ionischen Naturphilosophie zum Standardmodell der Teilchenphysik und von der attischen Tragödie zu einer guten Serie. Immer wenn was Gutes dabei rauskommt, findet keine einfache Überschreibung statt, sondern eine Menüerweiterung. Für wen? Naja, potenziell mit einem Wort, das der flache Anti-Universalismus der Gegenwart verachtet, für den Menschen. Der ist aber natürlich kein zeit- und ortsenthobenes Gespenst. Die wunderbaren Renaissance-Porträts, die erstmals Personen entdeckt haben, die was auf sich halten, die also nicht reduzierbar sind auf, wo sie herkommen und Blut und Boden und so eine Scheiße, sondern sich als Springfeld weltaneignender und welterschaffender Potenzen erkannt haben, haben eine neue Art Spiegel fürs Individuum geschaffen. Und heute hätten wir das Potenzial, in Spiegel zu schauen, die statt dem Individuum sogar gesellschaftliche Relationen in gewisser Weise abbilden können. Also dieses Scheißding hier, das für viele Menschen ja so funktioniert wie die Trommel in der Galeere, also immer erreichbar und so, und der Takt des Arbeitens. Es könnte gleichzeitig auch sozusagen ein Spiegel sein, von wem kenne ich und so weiter. Also das, was als Lüge immer angeboten wird von Facebook und Co. Aber das ist es eben nicht, solange die Kategorien, unter die das subsumiert ist, die kapitalistischen, die monopolistischen sind. Damit das möglich würde, dass das nicht mehr ist, müssen wir was zerschlagen, aber keinen Spiegel. Danke.